Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, live bei Ron am Donnerstagabend. An die 30 Grad heute wieder in Ludwigshafen, doch durch die starke Versiegelung ist es vor Ort noch viel, viel wärmer. Deswegen, Moritz, gab es von der Deutschen Umwelthilfe jetzt die rote Karte für Ludwigshafen und darauf schauen wir heute in der Sendung. Ja, einen schönen guten Abend. Ja, Hitze heute ein großes Thema bei uns, aber wir schauen auch in die Gemeinde Freisbach. Vor genau einem Jahr tritt dort der gesamte Gemeinderat und der Bürgermeister zurück. Wie sieht es ein Jahr später aus? Dazu gleich mehr. Ja, und sportlich schauen wir natürlich auch heute wieder auf die Olympischen Spiele. Denn dort durften wir bereits heute Mittag jubeln, und zwar mit einer Goldmedaille. Und ja, auch ein Sportler aus unserer Region konnte sich freuen. Um wen es genau geht, das erfahren Sie gleich. Viel Spaß bei Ron. Grüne Karte für Neustadt an der Weinstraße, rote Karte für Ludwigshafen. Das ist das Ergebnis des Hitzechecks der Deutschen Umwelthilfe. Damit ist Neustadt das Positivbeispiel in Rheinland-Pfalz. Ludwigshafen dagegen Schlusslicht in der Tabelle in Sachen Versiegelung und Grünflächen. Über die Gründe, Katharina Pölster, Lydia Gleich und Liam Gutnecht waren mal in beiden Städten unterwegs. 29 Grad in Ludwigshafen, doch das Thermometer am Boden zeigt sogar fast 43 Grad an. Die Sonne in Ludwigshafen knallt und der Asphalt wird zur Herdplatte. Und die Menschen, die brutzeln. Wenn man sich hier rumschaut, ne, überall ist Stein und kaum Grünfläche, fehlt hier massivst. Ludwigshafen ist keine schöne Stadt mehr. Dadurch auch, dass hier so viele Autos fahren, ist die Luft extrem schlecht. Klassisches Großstadtphänomen könnte man jetzt sagen, doch die Deutsche Umwelthilfe hebt Ludwigshafen besonders hervor. Mit 57,75% ist sie die versiegelste Stadt Deutschlands. Von Siegestimmung ist die Stadt aber weit entfernt. Im letzten Jahr gab es ja auch schon mal eine ähnliche Studie vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungsgesellschaft zur Versiegelung versiegelten Städten, wo wir auch schon auf dem ersten Platz, sage ich mal, gelandet sind. Der Schuldige für die Spitzenposition ist schnell gefunden. Auf einer sogenannten Isothermenkarte sind die besonders heißen Stellen der Stadt in Rot eingezeichnet. Der Hauptgrund für den negativen Platz 1 ist die BASF. Das Gelände ist ca. 1000 Hektar groß, also umgerechnet 1400 Fußballfelder voller Stahl und Beton. Nicht verwunderlich also, dass ländliche Gegenden der Industriestadt den Rang ablaufen. Am besten abgeschnitten Rheinland-Pfalz hat Neustadt an der Weinstraße. Hier sind die Temperaturen sowohl für den Wein als auch für die Menschen besonders gut. Gerade in den Zeiten, wo man immer hört, die Temperaturen werden heißer, der Hitzestress ist für viele ein Problem. Gerade in Städten ballt sich das natürlich, wenn die Menschen auch oft nicht die Möglichkeit haben, Ausgleichsräume zu finden. Dann ist es natürlich sehr schön, dass wir hier positiv ausgezeichnet sind. Die Stadt mit rund 50.000 Einwohnern investiert. Brunnen und Bäume mitten in der Stadt sorgen für einen spürbaren Unterschied. Also ich muss schon sagen, der Luftunterschied von hier zu hier ist schon deutlich spürbar. Das Wasser sorgt hier wirklich für eine angenehme Abkühlung. Neustadt geht also mit gutem Beispiel voran und Ludwigshafen macht es nach. Doch das ist an einigen Orten der Stadt gar nicht so einfach. Hier unten drunter ist auch eine Tiefgarage. Das heißt, man könnte da jetzt nicht einfach so alles entsiegeln und bepflanzen, weil das natürlich dann statische Probleme gibt. Rund 1,6 Millionen Euro bekommt die Stadt vom Land, um den Altlasten schnellstmöglich entgegenzuwirken. Ein guter Anfang, doch der Deutsche Städtetag fordert mehr. Das Geld, was im Moment zur Verfügung gestellt wird, reicht eindeutig nicht. Das ist eine Mammutaufgabe. Wir werden in Teilen Städte oder Innenstädte umbauen müssen. Und das heißt, da ist viel Finanzbedarf. Projekte wie ein Urban Garden sollen weiter unterstützt werden, damit die Zahl auf dem Thermometer immer kleiner wird. Heiß her geht es genau heute vor einem Jahr in Freisbach. Bürgermeister und Gemeinderat treten geschlossen zurück. Damit sorgt der Ort im Kreis Germersheim für mächtig Aufsehen und wird bundesweit bekannt. Der Grund: ein Streit über den nicht genehmigten Haushalt. Gleich sprechen wir mit dem aktuellen Bürgermeister über die momentane Situation. Zuerst blickt Liam Gutnecht zurück. Ich wäre gerne Ihr Bürgermeister. Hiermit erkläre ich meinen Rücktritt und bitte mich aus dem Beamtenverhältnis zu entlassen. Standing Ovations für einen Bürgermeister und seinen Gemeinderat. Und das, obwohl sie allesamt zurücktreten. Die idyllische Gemeinde Freisbach im Kreis Germersheim ist eigentlich weit entfernt vom städtischen Trubel.
Doch genau vor einem Jahr wird es plötzlich richtig laut. Der Ort wird zum Schauplatz eines politischen Machtkampfs. Das kleine Freisbach gegen die große Landesregierung. Denn der Haushalt der Gemeinde wird nicht genehmigt. Ich zahle Strom, Gas, Wasser, aber alles, wo wir agieren wollen, dann, wo wir geplant haben, ist im Moment gestoppt. Dabei gibt es in Freisbach mehr als genug zu tun, denn es läuft nicht mehr viel. Nicht mal mehr die Duschen im Sportverein. Auch eine neue Kita muss her, aber die Einnahmen der Gemeinde reichen hinten und vorne nicht. Schulden sind nicht erlaubt. Wir haben seit Mai diesen Jahres die strikte Anweisung der Landesregierung, keine defizitären Haushalte mehr zu genehmigen. Eine Anweisung, die den ehemaligen Oberbürgermeister Peter Gauweiler frühzeitig in den Ruhestand zwingt. Um der Landesregierung zu zeigen, wie frustrierend dieser Sparzwang ist, bleibt dann nur noch der Rücktritt. Seit November vergangenen Jahres ist Jochen Rickleffs neuer Bürgermeister in Freisbach. Ein Gemeinderat gibt es auch wieder und sogar der Haushalt wurde genehmigt. In Freisbach scheint die Welt also wieder in Ordnung. Oder doch nicht? Fragen wir doch nach bei Jochen Rickleffs, der Ortsbürgermeister ist bei uns. Einen schönen guten Abend. Also nehmen wir die Frage auf, ist die Welt wieder in Ordnung oder doch nicht? Die Welt ist in Ordnung in Freisbach. Die Menschen leben gerne in Freisbach, wir haben Spaß, wir haben jetzt am Wochenende die Kerwe anstehen in Freisbach. Die Stimmung versuchen wir hochzuhalten, auch wenn wir kein Geld haben, nach wie vor vom Land. Also die finanzielle Lage hat sich minimal gebessert oder ist sie noch auf dem Stand von vor einem Jahr? Wir haben immer einen genehmigten Haushalt mittlerweile, das heißt, wir sind handlungsfähig, in Grundzügen handlungsfähig, aber nach wie vor ist unser Haushalt stark negativ, also wir haben Minus in unserem Haushalt, das wird sich auch so schnell nicht ändern, da muss das Land erst aktiv werden. Was fordern Sie, was für eine Aktivität? Es gab jetzt auch eine Veränderung in der Landesregierung, stimmt Sie das positiv? Auf jeden Fall, Veränderungen sind immer gut, frischer Wind kann nur was Gutes bringen. Wir brauchen mehr Geld und das Geld fehlt nicht nur uns, es fehlt vielen kleinen Kommunen im Land Rheinland-Pfalz. Und das ist ein Fehler im kommunalen Finanzausgleich, der einfach so kleine Kommunen in der Konstellation, wie es in Freisbach gegeben ist, runterfallen lässt. Und da wollen wir weiterhin gegen laut sein und gucken, dass wir zukünftig eine Chance wieder bekommen. Sie sagen, Sie wollen gegen laut sein. Also wie genau möchten Sie vorgehen? Aktuell habe ich einen Antrag gestellt, dass wir anerkannt werden als Investitions- und Maßnahmen-Schwerpunktgemeinde. Das ist ein Riesenwort. Bin bürokratisch. Genau. Dieses als Maßnahmen-Schwerpunktgemeinde wollen wir im Vorfeld eine Planung machen. Also erstmal alle Bürger befragen, die sich beteiligen wollen, was denn Plan ist, wie wir in den nächsten 20 Jahre Freisbach voranbringen wollen, um dann zu gucken, was braucht man dafür, wie können wir das umsetzen. Eine vernünftige Planung draufsetzen und dann geht es dran, das Ganze zu finanzieren, zu gucken, wo fangen wir an, mit was legen wir los, angefangen bei der Kita. Wir haben es eben im Beitrag gesehen, Kita und Duschen explizit angesprochen. Duschen war das eine Problem, was man gesehen hat in der Sporthalle, der Sport- und Kulturhalle. Aktuell haben wir einen Sachverständigen, der das Ganze in Augenschein nimmt und uns hier eine Machbarkeitsstudie zusammenstellt. Was wir tun müssen, um die Sporthalle auch in Zukunft nutzen zu können. Vorsichtig geschätzt sind wir hier aktuell bei 2 Millionen. Also hat sich da noch nichts getan im Hinblick auf die Sporthalle und die Duschen? Nö, also die Duschen funktionieren im Moment. Wir haben wieder Filter gekauft und eingebaut, aber ansonsten Umbaumaßnahmen, das wird noch eine Weile dauern, bis wir da auf dem Plan sind. Schließen Sie persönlich dann auch einen Rücktritt, wie Ihr Vorgänger Peter Gauweiler das gemacht hat, als Ultima Ratio aus? Ich bin überzeugt, dass es jemanden braucht im Ort. Jemand, der da auch mit Herzblut vor Ort ist und das ganze Thema angeht. Wir hatten einen Verwalter in der Zeit, als wir zurückgetreten waren, die sich um die Gemeinde gekümmert haben, aber die haben ja auch noch einen anderen Job, ja, und wohnen auch nicht im Ort. Sprich, Demokratie beginnt vor Ort. Wir brauchen die Leute im Ort, die neben dem Thema Geld und Kindergarten bauen und Sachen zu verwalten, einfach auch die Stimmung zusammenhält, Stimmung hochhält, die Leute zusammenbringt und das Dorfleben ein Stück weit moderiert, um es so auszudrücken. Ja, der einfach für den Zusammenhalt zu sorgen. Und da sehe ich durchaus die Funktion auch bei einem Bürgermeister, genauso wie dem aktuellen Gemeinderat, die sich da ganz toll mit einbringen und einfach dafür sorgen, dass wir was für unsere Senioren machen, dass wir wieder Angebote für unsere Jugendlichen auf die Beine stellen, auch wenn wir das im Moment rein auf Spendenbasis und freiwilligen Tätigkeit dann abzielen.
rein auf Spendenbasis und Freiwilligenarbeit. Wie sieht das genau konkret bei Ihnen vor Ort dann aus? Ein schönes Beispiel ist das Blümchencafé. Einmal im Monat werden Kuchen gespendet von Freisbacher Kuchenbäckern. Freiwillige werden dann den Tag 14 bis 18 Uhr etwa in der ehemaligen Gaststätte verkaufen wir dann den Kuchen gegen Spenden. Also kein Verkauf, er wird gegen Spenden ausgegeben. Es gibt auch eine Scholle und Kaffee und Kaltgetränke dazu. Und das Geld, das da eingenommen wird den Tag über. Ich habe vorhin das Bild gesehen von unserem Rathaus, mittlerweile mit einem sehr schönen Blumenschmuck wieder ausgestattet. Es war ein Wunsch von der Gruppe, die das beim ersten Mal ausgerichtet hat, das Blümchencafé. Sowas versuchen wir jetzt regelmäßig auf die Beine zu stellen für die Gemeinschaft, für unsere Senioren und um was Schönes zu schaffen bei uns, auch ohne Geld. Also ein Ort steht und hält zusammen. Herr Rickleffs, vielen Dank für den Besuch und weiterhin alles Gute. Dankeschön. Wir schauen auf weitere Meldungen aus der Region. Die haben Katharina Pölzerl und Max Hartl für Sie zusammengefasst. Weltkulturerbe. Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweizer hat heute mit der israelischen Generalkonsulin die mittelalterliche Synagoge in Speyer besucht. Nach einer Führung durch die Ruine betonte Schweizer unter anderem die Wichtigkeit von jüdischem Leben in Deutschland. Es bedrückt mich sehr, dass nach dem Überfall der Hamas auf Israel die antisemitischen Straftaten und Vorkommnisse auch in Rheinland-Pfalz wieder nach oben geschnellt sind. Deshalb, es ist ein Auftrag für uns, aber es ist auch ein ganz wichtiger Bestandteil, wie selbstverständlich auch jüdisches Leben zu zeigen und möglich zu machen, indem wir auch jüdische Gemeinden unterstützen und die Schummstätten unterstützen und den Dialog unterstützen. Und das ist das, was wir tun können, aber das wollen wir auch tun und werden nicht nachlassen. Die mittelalterliche Synagoge ist eine der ersten jüdischen UNESCO-Welterbe-Kulturdenkmäler in Deutschland. Hausdurchsuchungen. Nach der Blockade auf dem Frankfurter Flughafen durch die letzte Generation hat die Polizei heute Wohnungen unter anderem auch in Mannheim durchsucht. Vor knapp zwei Wochen hatten sich Aktivisten auf dem Gelände des Flughafens auf den Bahnen festgeklebt und den Verkehr lahmgelegt. In einer Pressemitteilung betitelt das Aktionsbündnis Letzte Generation die Durchsuchungen als Einschüchterungsversuche. Dazu rufen die Klimaaktivisten zu weiteren Protesten auf. Schwierige Rettung. In Mannheim ist es am Morgen zu einem schweren Unfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn gekommen. Die Fahrerin des Wagens habe nach Polizeiinformationen erst eine rote Ampel missachtet und dann beim Linksabbiegen die Straßenbahn übersehen. Das Auto sei nach dem Zusammenstoß noch etwa 15 Meter über die Gleise mitgeschleift worden. Die Frau musste mit schwerem Gerät aus ihrem Auto befreit werden und wurde anschließend verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Straßenbahnfahrer sowie die Fahrgäste seien unverletzt geblieben. Die Gleise an der Unfallstelle waren stundenlang gesperrt. DLRG zieht Bilanz. In Baden-Württemberg sind seit Beginn der Badesaison Anfang Mai bereits 20 Menschen ertrunken. Das geht aus einer Statistik der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft hervor. Demnach seien die meisten von ihnen in Seen und an unbewachten Badestellen ums Leben gekommen. Aufgrund der Strömung seien die gefährlichsten Gewässer Flüsse. Bis Ende Juli seien darin landesweit 8 Menschen ertrunken. Bis zum Ende der Badesaison geht die DLRG von weiter steigenden Zahlen aus. In Ludwigshafen sterben laut Angaben der Stadt jährlich rund 150 Personen, ohne dass deren familiäres Umfeld bekannt ist. Menschen wie diese sollen auf ihrem letzten Weg allerdings nicht alleine gelassen werden. Deswegen gibt es in Städten und Kommunen Trauerfeiern für Verstorbene ohne Angehörige. Meine Kollegin Mara Benkert hat eine solche Trauerfeier in Mannheim mal begleitet. Gedämpftes Licht, trauernde Stille. Die Menschen in diesem Raum begleiten Verstorbene auf ihrem letzten Weg. Doch sie kennen einander in der Regel nicht. Hier werden Menschen beerdigt, die keine Hinterbliebenen haben oder deren Familie kein Geld für eine Beerdigung hat. Wir haben diese Trauerfeiern bewusst eingerichtet, weil wir gesagt haben, wir möchten nicht, dass Menschen, die jemanden verlieren und nicht unmittelbar verwandt sind, sich nicht verabschieden können. Sehr wichtig für Pfarrerin Anne Ressel ist die Nennung der Namen der Verstorbenen. Bei der Trauerfeier wird so viel über sie geteilt, wie man zuvor herausfinden konnte. Bei den meisten ist das ein Name mit einem Geburtsdatum, bei manchen nur eines von beidem. Manchmal gibt es auch keine Infos über die Verstorbenen.
Bei wenigen können dagegen sogar ein paar Worte zu der Person selbst gesagt werden. Ich habe damals gesagt, ich möchte nicht, dass Menschen einfach so aus unserer Stadtgesellschaft verschwinden. Wir haben uns dann als Kirchen zusammengesetzt mit der Stadt Mannheim und dem Friedhofsamt Mannheim und haben eine Verabredung gefunden, wie wir eben viermal im Jahr dieses Gedenken in einer guten Kooperation aufnehmen können. Nicht immer ist der Saal mit Menschen gefüllt. Gerade zu Beginn befanden sich in dem Saal während so einer Trauerfeier nur zwei Liturgen, ein Orgelspieler und eine Urne. Es gab aber auch schon Feiern mit bis zu 50 Besuchern. Wer die Trauernden genau sind, kann Pfarrerin Ressel oft gar nicht sagen. Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Manche sind fernangehörig, manchmal kommen Nachbarn, da ist plötzlich jemand aus der Wohnung verschwunden und man hatte keine Gelegenheit, sich zu verabschieden. Manchmal sind es Betreuende aus Einrichtungen, Senioreneinrichtungen oder auch aus sozialen Einrichtungen. Nach der Trauerfeier geht es zusammen mit den Trauernden an eine ganz besondere Stelle an dem Mannheimer Friedhof. Hier befindet sich eine eigene Gedenkstätte für die anonym Bestatteten. So können alle Abschied von den Verstorbenen nehmen und haben auch im Nachhinein noch eine Stelle, an der sie den Verstorbenen gedenken können. Wir machen eine kurze Pause und sind dann gleich wieder für Sie zurück. Viel los heute wieder bei den Olympischen Spielen und auch viel Grund zu jubeln für die Sportler aus der Region. Max Lemke, der Mannheimer, hat beispielsweise Gold mit dem deutschen Vierer-Kajak gewonnen. Aber nicht nur auf dem Wasser, sondern auch im Leichtathletikstadion gab es Grund zur Freude. Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye von der MTG Mannheim hat sich am Morgen für das Finale qualifiziert. Die Kugel landete bei 19,24 Metern, die drittbeste Weite der Qualifikation. Heute Abend stehen dann noch weitere Entscheidungen auf dem Programm. Weitspringerin Malaika Mihambo ist im Weitsprungfinale gefordert. Die Athletin von der LG Kurpfalz will ihren Titel verteidigen. Und um Gold geht es um 19 Uhr auch für die deutschen Hockeyherren. Das Team um die Mannheimer Justus Weigand, Gonzalo Payat und Theo Hinrichs spielt im Finale gegen die Niederlande. Und aktuell spielen schon die deutschen Basketballer und die haben wortwörtlich einen großen Fan, nämlich den Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz, Alexander Schweizer, früher ja selbst aktiver Basketballer in Bad Bergzabern. Und er drückt dem deutschen Team die Daumen. Also ich glaube immer dran, dass es möglich ist. Und Basketball ist so ein wahnsinnig dynamischer Sport. Da kann innerhalb von Minuten das ganze Spiel sich nochmal vom Kopf auf die Füße stellen. Das ist das Schöne am Sport. Zum Glück, dass man vorher meistens nicht weiß, wie es ausgeht. Und deshalb drücke ich den Deutschen die Daumen. Ich finde, sie haben wirklich viel mitzubringen. Die Franzosen sind stark. Das haben wir auch bei den Frauen gemerkt. Und darum sage ich toi, toi, toi. Und ja, freue mich über jeden Erfolg. Dann gehen wir noch weiter nach Hoffenheim. Der Fußball-Bundesligist befindet sich momentan in der Vorbereitung. Doch im sonst so beschaulichen Kraichgau herrscht Unruhe. Die TSG ist im Krisenmodus. Moritz Voss berichtet. Pellegrino Materazzo wirkt nachdenklich auf dem Trainingsplatz. Ob es an den taktischen Dingen liegt oder womöglich doch um seine Zukunft, das weiß der Trainer nur selbst. Die vergangenen Tage wurde viel um seine Position spekuliert. Der US-amerikanische Fußballverband soll ihm ein Angebot als Trainer der Nationalmannschaft unterbreitet haben. Doch Pellegrino Materazzo hat sich klar zur TSG bekannt. Über die sozialen Netzwerke lässt der Trainer verlauten: Es ist enorm wichtig, in dieser unruhigen Phase Klarheit und Ruhe zu schaffen. Ich bin stolz, Trainer dieser Mannschaft zu sein und freue mich sehr darauf, in der neuen Spielzeit mit den Jungs im europäischen Wettbewerb anzutreten. Ich bin überzeugt davon, dass wir mit den richtigen Ergänzungen im Kader wieder eine erfolgreiche Saison spielen werden. Ein klares Bekenntnis zur TSG, das ihm aber nicht vor unserer Kamera über die Lippen kommt. Der Trainer steht uns während der gesamten Vorbereitung bisher für nicht ein Interview zur Verfügung. Die grauen Wolken über der Geschäftsstelle der TSG Hoffenheim sind aktuell mehr als nur ein Symbolbild der vergangenen Tage. Der Parkplatz der Geschäftsführung hier in Hoffenheim ist momentan leer. Die TSG tauscht ja die komplette Führungsriege aus und davon auch betroffen Alexander Rosen, zuletzt Sportgeschäftsführer der Hoffenheimer. Seit 2011 war er in mehreren Funktionen für die Kraichgauer tätig und damit endet jetzt eine Ära bei der TSG Hoffenheim. Mit Alexander Rosen muss auch Pirmin Schwegler seinen Posten räumen. Mit dem bisherigen Leiter der Profifußballabteilung hat sich die TSG auf eine Vertragsauflösung zum 6. September geeinigt. Das alles passiert vor rund einer Woche, ausgerechnet mitten im Trainingslager. Ja, hat uns alle schon
unvorbereitet getroffen. Keiner wusste Bescheid. Der eigene Slogan, ein Team, ein Weg, einmalig, beschreibt die Personalentscheidung der TSG wohl am besten. Rosen, über 13 Jahre bei den Graichgauern im Amt, wird in der abschließenden Pressemitteilung nicht mal mehr zitiert. Während seiner Amtszeit qualifizierte sich die TSG zweimal für die Europa League sowie einmal für die Champions League und erwirtschaftete einen Transferüberschuss in Höhe von 160 Millionen Euro. Kein anderer Bundesligist erzielte in dieser Zeit einen größeren Gewinn auf dem Transfermarkt. Für die Fans ist der Schuldige schnell gefunden. Mit mehreren Transparenten fordert die aktive Fanszene, dass sich Dietmar Hopp nicht mehr ins operative Geschäft einmischt. Wir als Mannschaft, wir brauchen ein Stück weit Ruhe. Jetzt die letzte Woche war rund um die TSG einiges los. Das beschäftigt natürlich auch den einen oder anderen Spieler. Dabei wollte die Mannschaft eigentlich mit Vollgas in die neue Spielzeit starten. Die zweite Europa-League-Saison der Vereinsgeschichte steht an. Krischer Prömel möchte als Führungsspieler vorangehen. Die Mannschaft wirkt für ihn geschlossener denn je. Und genau das möchten die Spieler dann auch in knapp einer Woche im ersten Pflichtspiel gegen die Würzburger Kickers unter Beweis stellen. Die Fußballer sind also wieder aktiv, anders ja die Schüler in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Es sind noch Ferien und falls Sie noch in Urlaub fahren, dann aufgepasst, damit Sie da entspannt und gut gelaunt ankommen, haben wir mal Reisegadgets für Sie getestet. Die perfekte Reise beginnt schon zu Hause beim Packen. Katrin testet diese faltbare Tasche für 46 Euro. Sie soll Klamotten knitterfrei ans Ziel bringen. Es ist eine Kombination aus Kleidersack und Reisetasche. Ich würde es mal im Hängen ausprobieren und dann versuche ich, dass es hier mit reinkommt. Wo ich immer noch so die Problematik sehe, dass hier irgendwie, man sieht ja auch, es geht zusammen. Und da vermute ich, dass dann doch Knitterfalten auftreten. Er gibt am Ende aber eine Tasche, in der Katrin noch andere Sachen verstauen kann. Zum Vergleich packt sie ein gleiches Kleid in eine normale Tasche. Welches knitterfrei ankommen wird, sehen wir später. Nach der faltbaren Tasche folgt eine faltbare Flasche für 35 Euro. Die soll sogar in eine Hosentasche passen. Finde ich total cool, aber jetzt würde ich gar nicht so an Zug denken, sondern eher so an Flugzeug. Das ist ganz gut, kannst du mit reinnehmen und dann kannst du die nochmal auffüllen mit Wasser. Und wie kommt sie im Vergleich zu einer normalen Flasche an? Also für die Reise, glaube ich, fände ich die Flasche besser, weil sie ein bisschen flexibler ist. Man kann sie wahrscheinlich besser verstauen. Diese Flasche hat dagegen andere Vorzüge. Die Thermosflasche für 9 Euro soll die genaue Temperatur des Getränks anzeigen. Es ist 61 Grad heiß. Grundsätzlich finde ich das Konzept mit der Gradanzeige ganz gut. Die Flasche zeigt 61 Grad an. Unser Thermometer sagt allerdings 74 Grad. Also Vorsicht beim Trinken, der Inhalt könnte heißer sein als gedacht. Den Auslauftest bestehen beide Testflaschen. Für die Thermosflasche vergeben unsere Tester 4 von 5 möglichen Reisepunkten. Die faltbare Silikonflasche erhält die volle Punktzahl. Mittlerweile sind die Familien seit einer Stunde unterwegs und so langsam kommt Langeweile auf. Zeit für Unterhaltung. Diese faltbare Handylupe für 23 Euro soll den Handybildschirm in einen 18-Zoll-Bildschirm verwandeln. Oh, ist schon groß, ne? Ich bin eine Person, mir wird sehr schnell schlecht bei Sachen. Und wenn ich da so reingucke und sich das so dreht, dann wird mir dabei schon schlecht. Andreas testet diese Tablet-Halterung für 30 Euro, die sich einfach anbringen lassen soll. Sie lässt sich auf jeden Fall sehr individuell einstellen. Das finde ich gut. Die passt an jeden Sitz oder wo man sie befestigen möchte. Die Tablet-Halterung überzeugt und bekommt 5 Reisepunkte, die Handylupe nur 3. Zeit für ein bisschen Entspannung. Ein aufblasbares Reisekissen für 26 Euro und ein Nackenkissen für 55 Euro sollen für Gemütlichkeit sorgen. Also die Stützfunktion zur Seite könnte noch etwas besser sein. Ich habe das Gefühl, das Material gibt doll nach. Für die anderen gibt es dieses etwas unkonventionelle Reisekissen. Das muss jedoch irgendwo befestigt werden. Es hält auf jeden Fall. Gar nicht so unbequem, wie es aussieht, würde ich sagen, oder? Das aufblasbare Kissen verdient sich 4 Reisepunkte. Das Nackenkissen dagegen erhält nur 2 Trostpunkte. Nach ein paar Stunden im Zug ist das Ziel erreicht. Aber da war ja noch was. Ja. Das ist das, was ich auch so ein bisschen vermutet habe, weil beim Einpacken war es auch recht schwer, das so nach unten zu drücken und da ist es dann auch geknittert. Im Vergleich zur normalen Tasche ist das Ergebnis zwar etwas besser, aber knitterfrei ist das Kleid nicht. Daher gibt's nur 2 Punkte. Klarer Sieger in unserem Test sind die Tablet-Halterung und die faltbare Flasche.
Na dann, gute Reise. Wir schauen noch kurz aufs Wetter. Hier kommen die Aussichten. Der Freitag startet recht freundlich. In der ersten Tageshälfte sind die Wolkenlücken noch größer und damit auch die sonnigen Phasen länger. Zum Nachmittag ziehen deutlich mehr Wolken am Himmel auf. Insgesamt kommen wir aber trocken durch den Tag. Dazu weht morgen teilweise kräftiger Wind. Der dürfte allerdings kaum Abkühlung verschaffen. Es wird schwül warm. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen 27 Grad im Odenwald und 30 Grad entlang des Rheins. Zum Wochenende kann sich zunehmend Hochdruckeinfluss durchsetzen. Damit erwartet uns sonniges und hochsommerlich warmes Wetter. Es geht mit jeder Menge Sonnenschein weiter. Zu Beginn der neuen Woche erreicht uns spanische Hitze. Mit viel Sonne gibt es Höchstwerte bis zu schweißtreibenden 35 Grad. Beim Mannheimer HC sitzen Sie jetzt schon gespannt. Um 19 Uhr geht's los. Hockey-Halbfinale der Deutschen. Moritz, was tippst du? Ich glaube, sie holen Gold. Und ich sage auch, Malaika Mihambo wird es ebenfalls machen. Also zweimal Gold heute. Zweimal Gold. Ja, dann hoffen wir doch, dass du recht behältst. Wir sind auf jeden Fall morgen wieder da. Schönen Abend. Danke Ihnen. Bis morgen. Tschüss.